Damit zu einem neuen Abenteuereinsatz für unseren Action-Reporter Michi Baumgartner. Er gibt wieder Gas. Und zwar diesmal testet er für Sie ein neuartiges Kart-Erlebnis in Wien. Realität und Virtualität sind hier zusammengetroffen und haben quasi ein Kind. Seit neuestem gibt es hier in der Wiener Messe das sogenannte Battle Kart, eine Mischung aus E-Kart fahren und Videospielen direkt auf der Strecke. Was genau dahinter steckt, ich mache den Test. Hallo Simon, grüß dich. Hi, schön, dass du da bist. Freut mich, ich bin ready für ein neues Action-Abenteuer. Bin ich da richtig bei dir? Ja, hier bist du goldrichtig. Battle Cards, dieses Modell gibt es ja bereits in anderen Ländern. Wo gibt's denn das schon, bevor es hier in Wien auch stattgefunden hat? Also, es kommt ursprünglich aus Belgien, gibt es jetzt in Deutschland relativ viele Standorte. Es gibt es in England, in Wex, in Dubai ist jetzt ein Standort eröffnet worden. Also, wir sind ziemlich breit aufgestellt momentan. Kartfahren kennen die meisten Menschen. Was zeichnet dieses Battle Kart aus? Was macht das ganz besonders? Also Battle Kart macht es ganz besonders, dass man so viele extra Features hat. Man kann mit Raketen schießen, man kann die anderen davon abhalten, zu gewinnen, indem man sie abschießt. Das ist quasi Träumchen von jedem Kind. Virtual Reality ganz ohne VR-Brille aber. Richtig, es ist Virtual Reality, also ein riesengroßes System steht dahinter, ein technisches System, was das ganze Spiel auf den Boden projiziert. Ich habe mich gewundert, als ich hereingekommen bin. Es ist wirklich sehr finster, aber gerade das zeichnet diese mystische Welt doch irgendwie aus, oder? Das zeichnet die mystische Welt aus und außerdem würden sonst die Beamer gar nicht funktionieren. Also es muss dunkel sein, damit das Spiel überhaupt funktionieren kann. Wie viele Beamer gibt es hier erinnern? Also wir haben insgesamt 49 Beamer, 18 Sensoren, die ganze Zeit mit den Karts verbunden sind. Wenn ich hierher komme, wie schaut das aus? Muss ich das im Vorhinein buchen und wie viel kostet das? Man muss das im Vorhinein buchen, besonders für Wochenenden ist das sehr wichtig, weil wir da häufig sehr ausgebucht sind. Ein Slot sind immer 15 Minuten. Wie viel kostet eine Runde konkret? Also eine Runde konkret, die 15 Minuten kosten 24 Euro und umso mehr man bucht, das empfehlen wir auch, wird es immer günstiger. Wie schaut es denn aus mit den Sicherheitsvorkehrungen? Ich wundere mich, wenn ich da hinüberschaue, die sind ohne Helm unterwegs. Die sind ohne Helm unterwegs, weil das System erlaubt uns quasi immer zu wissen, wo die Karts sind und die vermeiden Crashs. Also man kann nicht mit voller Wucht gegeneinander fahren, sondern man wird vorher ganz gemächlich abgebremst. Von daher sind auch keine Helme oder Sicherheitsvorkehrungen nötig. Wie fühlt sich das an? Wie würdest du das beschreiben? Was ist für dich das Beste dran? Das Beste ist einfach der Spaß, das Adrenalin, der Kick, auch mal als Erster durchs Ziel zu kommen. Und klar, es verschwimmt hier absolut. Also Realität und Virtualität sind hier zusammengetroffen und haben quasi ein Kind. Sodala, es geht los. Ich freue mich auf meine Fahrt. Wir sehen hier vorne gibt es Gas und Bremse. Und hier haben wir die zwei Knöpfe, mit denen man die Effekte auslösen kann, die man auf der Strecke einsammelt. Ansonsten auch sehr auffällig dieser große Display hier. Hier gibt es alle Anweisungen, sieht man, was zu tun ist. Die Musik im Hintergrund ist schon ziemlich laut und ich habe die erste Anweisung, den Gurt anschnallen. Los geht's. So, das war's also mit meiner Fahrt. Ich muss sagen, grundsätzlich sehr lustig. Vor allem die Musik und diese vielen bunten Lichter und dass man hier in dieser dunklen Halle ist, diese Stimmung, die ist schon sehr besonders. Aber ich muss auch sagen, ganz persönlich für mich, es ist fast zu viel Spiel, zu viel Gamification, weil man doch auf diese vielen Spezialeffekte immer achten muss, damit man das Spiel richtig ausnützen kann. Wahrscheinlich sollte man das auch öfter machen, es war mein erster Versuch. Aber ich glaube, wenn man das öfter macht und dann schon die Spezialeffekte kennt und weiß, okay, wie fahre ich am besten, wie setze ich zum Beispiel die Rakete am besten ein, damit ich meinen Vordermann abschießen kann, dann macht es sicherlich noch um einiges mehr Spaß. Aber es ist auf jeden Fall ein Kartfahren der etwas anderen Art, das sehr lustig ist.